Kottenheim bei Koblenz in Rheinland-Pfalz. Es ist Oktober 2017. In dem beschaulichen Örtchen findet der junge Familienvater Daniel Hambrech in einer Siedlung nahe des Waldes ein neues Zuhause für sich und seine Liebsten. Minu! Komm. Minu, der Wirbelwind, komm! Komm! Komm her! Wie hoch ist sie schon springend, oder? Aber pass ja auf, dass sie nicht nach dir schnappt. Hey, ihr zwei. Kommt ihr rein, Mittagessen ist fertig. Mama, kann ich noch mit Minu draußen bleiben? Es macht gerade so viel Spaß zu spielen und ich habe überhaupt keinen Hunger. Ach, Mäuschen, es ist doch so kalt. Und Minu ist auch gleich total ausgepowert. Mama hat recht, Theresa. Gönnen wir ihm eine kleine Pause, hm? Wenn du magst, können wir nach dem Mittagessen schön mit ihr spazieren gehen. Hm? Wir wollten doch sowieso mal den Wald auskundschaften. Wir haben uns noch gar nicht so richtig angeschaut, obwohl er ja gleich hier um die Ecke ist. Hm? Wenn es dir nichts ausmacht, ich würde gern zu Hause bleiben. Die letzten Tage habe ich echt geschafft. Ist okay, Schatz. Komm, Therese. Gehen wir rein, oder? Los! Ciao, Minu. Was für ein Spiel habt ihr da gespielt? Also, immer wenn man eine 6 gewürfelt hat, musste man sich ganz schnell Schal, Mütze und Handschuhe anziehen und dann mit dem Messer die Schokolade auspacken. Oh je, da musste man sich ja richtig beeilen, wenn man was von der Schoki abhaben wollte. Ich bin schnell. Das ist meine Tochter. Komm, wir machen mal ein Foto für die Mama, ja? Jawohl. Mensch, die wird sich ärgern, dass sie nicht mitgekommen ist. Komm, wir gehen mal weiter. Schau mal, kennst du schon diese Blätterarten hier? Von welchem Baum die sind? Minu, was ist denn los? Was hast du denn? Minu, komm! Was ist mit Minu los? Na komm! Hey! Minu hat Angst. Minu! Sie versteckt sich ja hinter dir, die Minu. Aber da ist doch überhaupt gar nichts. Luftlinie. Ich sehe auch nichts. Hier ist nichts. Oh, Minu hat wahrscheinlich Angst. Sie will nach Hause. Vielleicht sollten wir wirklich nach Hause. Ja, komm. Komm, Minu. Hey, komisch, oder? Komm. Theresa, hätten Sie gerne Ihren Nachmittagstee? Sehr gerne. Der ist verzüglich. Freut mich, wenn er dir schmeckt. Oh, Sie haben jemanden vergessen. Lady Laura möchte auch Tee. Oh, entschuldigen Sie, Lady Laura. Wie konnte ich das nur vergessen? Ist das Mama? Ich gebe ihr auch eine Tasse Tee. Komisch. Eigentlich ist sie auf der Hochzeit. Ich wollte morgen erst wiederkommen. Schatz, bist du das? Ich weiß auch nicht, was mit Papa los ist. Schatz, mit wem redest du da? Mit meiner neuen Freundin. Sie lebt im Wald und vermisst ihre Tochter. Ist doch so, oder? Ich kann mir das auch nicht erklären, aber irgendetwas war da im Wald. Wer weiß, vielleicht ist es mir hier gefolgt. Ich weiß nicht, Daniel. Eigentlich glaube ich nicht an sowas. Komm, wir gehen raus in den Garten schaukeln. Augen gesehen. Sowas kann man sich doch nicht logisch machen. Schatz. Hey, mein kleiner Tollpatsch. Du musst doch aufpassen. Ist alles okay? Mama, warum hast du mich geschubst? Schatz, das war ich nicht. Doch. Aber Mama, du bist einfach gestolpert hier am Tisch. Stimmt doch gar nicht. Mama hat mich geschubst. Meine Freundin hat's auch gesehen. Welche Freundin? Meinst du Minu? Nein, meine Freundin. Komm, Schatz, es ist schon spät. Ich bring dich ins Bett. Nein, ich will nicht, dass du mich ins Bett bringst. Du hast mich geschubst. Papa soll mich ins Bett bringen. Ein Lächeln. Es ist aber kalt heute. Ist dir nicht kalt? Mensch, wenn es so weitergeht, können wir echt bald einen Schneemann bauen.